Sie gilt als eine Ikone der tunesischen Revolution, die Bloggerin und Aktivistin Lina Ben Mhenni. Sie war von Anfang an dabei beim Sturz von Ben Ali. Ein großer Erfolg, der den Tunesiern Freiheit und Menschenrechte gebracht hat, sagt sie. Aber sie ist auch besorgt. Uns erreichen in den letzten Monaten viele Berichte über Menschenrechtsverletzungen und darüber, dass Freiheiten wieder mehr eingeschränkt werden. Geburtsort des arabischen Frühlings ist die Stadt Sidi Bouzid, mitten in Tunesien. Hier hat sich der Obsthändler Mohamed Bouazizi verbrannt, aus Verzweiflung. Jetzt erinnert ein Denkmal daran, eine Gemüsekarre aus Stein. Die soziale Lage für die Mehrheit der Einheimischen hat sich allerdings nicht verbessert. Viele junge Menschen vergeuden ihre Zeit in den Cafés. Die Arbeitslosigkeit liegt hier bei knapp 50%, höher als vor der Revolution. Immer mehr junge Leute radikalisieren sich, schließen sich Terroristen an. Der Staat bietet uns weder Arbeitsplätze noch würdige Lebensbedingungen. Seit der Revolution haben wir immer mehr Freiheit. Jetzt darf ich an der Universität das Kopftuch tragen. Das durfte ich früher nicht. Wir glaubten, die Revolution würde uns mehr Jobs bringen. Aber da hat sich nichts geändert. In der Hauptstadt Tunis sind die Straßen geschmückt zum 5. Jahrestag der Revolution. Bloggerin Ben Mhenni bleibt optimistisch, obwohl das Wirtschaftswachstum weiterhin unter 1% liegt. Der Erfolg einer Revolution kommt nicht in 2 Tagen, nicht in 2 Jahren, ja nicht einmal in 5 Jahren. Eine Revolution braucht viel Zeit und ich habe immer noch Hoffnung, dass wir die Ziele unserer Revolution irgendwann verwirklichen. Wir werden den Kampf nicht aufgeben. Bis dahin müssen die Tunesier noch warten. Viel mehr als nur Zeit braucht das Mutterland der arabischen Revolution aber vor allem eins: mehr Investoren.